6. November 2038. 17.13 Uhr. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Sich verstecken, nur um zu überleben, das ist Freiheit für dich? Menschenhass. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Ihr seid nicht freier als zuvor. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Finde Lucy, erkunde Jericho. Wow, wir haben ja einiges zu tun. Warte mal. Okay, ich glaube, ich fange erstmal hinter mir an. Sprechen wir mal. Sprechen. Sprechen wir mit North. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Es ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Warum nicht? Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay. Da kann ich nicht reden. Was ist das hier? Einfach nur, damit es ein bisschen hübscher ist. Was haben wir hier? Nichts. Kiste befreit. Bereits geleert. Jo. Befreit. Cyberlife Lager und Docks West Torrance Avenue, Detroit. Schöne Lagerkisten. Route wird berechnet. Route wird berechnet. Biegen Sie bitte links ab.
Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Nicht gut. Wir sterben langsam aus. Okay, dann gehen wir mal dahin. Oder können wir hier, können wir mit ihm reden? Simon oder wie du hießt? Nö. Das müsste ich doch auch anzünden können, oder? Guck mal, da kommen sie nämlich auf einmal alle. Bevor ich mit dir spreche. Wie hier, da ist doch noch einer. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Wie sie sich alle ans Feuer stellen, ja. Ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Boah. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Ich bin dann auch mal weg für heute. Noch viel Spaß und gute Nacht später. Sunshine, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Oh, eine... Ach nee, das war die Tonne, die ich nicht andingsen konnte. Dann sprechen wir mal mit ihr hier. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Boah, wie übel. Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Gut, dass er eine Maschine ist. Er hat keine Gefühle. Er fühlt das nicht, aber uhuhu. Trink das.
Gib mir deine Hand. Du hattest alles. Ja. Und hast alles verloren. Ja. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Vielleicht. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Tja, das ist die Frage. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Könnt ihr euch noch an den Typen erinnern, der meinte, wir würden Detroit zerstören? Ob er wohl recht behält? Was meint ihr? Behält der Schwarze, der uns da die... der uns vorgeworfen hat, dass wir derjenige sind, der Detroit zerstören wird? Ob er recht behält? Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Warum nicht? Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Ihr Lieben, ich bin da mal weg. Töten. Urlaub ist vorbei, vielleicht. Morgen geht die Schicht aber wieder los. Wünsche euch noch viel Spaß. Luzi, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Ja, dann. Okay, hier haben wir alles gemacht. Nice. Liebe Freunde, wir haben ein 100% abgeschlossenes Kapitel.